Willkommen zurück zum nächsten Part. Beim letzten Mal mussten wir ja leider aufhören, weil wir durch den Boden gefallen sind. Ja, ich glaube, das Spiel hat was gegen uns. Wenn wir zu erfolgreich sind, dann Ja. will uns das hier irgendwie bekämpfen. Aber wir geben nicht auf, wir bleiben am Ball und werden der Sache auf den Grund gehen, wenn wir jetzt nicht wissen, was wir machen sollten. Ja, wir spielen natürlich sofort wieder auf schwer, Und auch weil eine andere Map. ja, ich Das muss hoffe. man vielleicht dazu sagen. Ja, ich denke mal schon. Jetzt dürfen wir wieder dieses coole Tutorial sehen. Der sieht auch cool aus, ne? Der weiße Mann da oben. Der Sicherheitsfeske, der ist. Oh. Aber ich glaube ein bisschen rassistisch. Ich würde aber gerne wissen, wie wir aussehen. Ne, Günther. Ich glaube, wir sind auch in so einem Testpuppe oder sowas. Kann ich mir vorstellen. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain a direct eye contact with SCP. Du müsstest auch mal, genau jetzt kommt nämlich so ein schriller Ton und, keine Ahnung, so ein komisches Geräusch, das ist auch total schlecht. Ich frage mich ja persönlich, wer die Tür aufgemacht hat. Eigentlich müssen wir jetzt zu sein. Machen wir die Tür zu. Ja, sicher, sicher. Ja, das kennen wir schon. Echt? Ach ja, unser Winter. Der gute Liebe. Und ui, schon wieder was anderes. Diesmal mit einer Treppe. Jetzt können wir sogar nach oben. Ist das nicht cool? Ja, aber ich guck mal, ob hier irgendwo Zettel sind. Oh Gott, natürlich hier oben. Ah, da ist er. Das ist was Neues, oder? What the fuck? So, save any SUV. Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das durchzulesen. Will ich auch nicht wollen, da ist auch nichts markiert, was jetzt wichtig sein könnte. Ich Nee. meine, wer jetzt gutes Englisch kann, der kann jetzt mal Stopp drücken und das lesen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter und ja. Ja. Ach, was mir jetzt auffällt, ist, dass ich diese Blinkanzeige, die geht jetzt auch schneller leer. Das ist die Augenanzeige. Ja. Schau Cool. mal. Jetzt, wenn ich diese so ein Dokument offen habe, dann geht die richtig schnell. Jo. Ah, cool. Das ist vielleicht interessant. Level Zero. Standard Operating Personal, also ganz normales Personal. Ja. Es hat keinen Kontakt mit der SCP. Ja. Standard 1. Security trifft den SCP, also Günther. Ja, yes, Günther. Level 2, das ist jetzt ein ganz anderes Wesen. Das ist hier der in der Kiste. Ja. Level 3 ist unser Geistfreund. Level 4. Okay, das sind auch wieder Keters. Und Level 5 ist das höchste Stockwerk, was wir erreichen können. Yep. Also wir sind, glaube ich, Level 1 ist da auch oben markiert. Ich glaube, das höchste, was wir waren, war 3, oder? Ne, wir waren nur eins. Wir haben nämlich keinen anderen getroffen. Und wir wollten ja zu dem 2 hoch, aber haben wir ja nicht geschafft. Da hat uns die Treppe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Yep. Also, wo sollen wir jetzt lang? Sollen wir erstmal die Tür Also oder nach oben? ich bin erstmal für oben. Oben? Okay. Oh nein, da sind wieder Was da? Glasfenster. Okay. Okay. Oh, eine Map. Wonderful. Okay. Terminated Deathmatch.
Zell, okay. Oder irgendwas mit Zellen und Türen. Wir sollten nur mit trainiertem Personal umgehen. Ja. Okay, es nützt uns nicht viel, aber wir sind jetzt um viel Erkenntnisse reicher. Ui, was ist das denn? Und Kleber und was ist das? Eye Drops. Augendrehen, Augenflüssigkeit. Damit können wir, glaube ich, länger Augen offen halten, oder? Kann sein, oder unsere Augenanzeige wird aufgeladen. Das kann ja spannend werden. Ja. Warum weiß ich nicht, was so passiert? Gott. Ich bin gespannt. Es ist... Ah, schon wieder so ein Raum, oder? Ja. Yep. Also ich denke mal, wir ziehen mal eine Gasmaske auf. Ja. Ich würde mich auch... Das... Oh. Ah, das ist schau mal, das ist eine Kamera. Ja. War da nicht vorhin irgendwas mit einer Kamera? Ja, das ist aber dann höchstens Level 3 oder Level 2. Also. Bin ich das in der Kamera? Nee, ne? Nee, das ist der Raum, der da drüben ist. Aber das ist doch nicht Günther da. Das ist Günther. Echt? Ja. Okay. Ich tippe drauf, das ist Günther. Weil der hier auf dem Monitor sieht so dünn aus. Naja. Ach, ich würde jetzt erstmal natürlich Maske. Ich bin gespannt. Ja, ich kann auch eine Spannung bekommen. Hallo Günther! Das ist Günther. Oh Scheiße! Ich komme nicht raus! Verdammt! Ja, wenn man zu lang drin bleibt, bringt er uns um. You die! Gespeichert? Ja. Nein. New Game. Ja. Ich glaube, hier können wir die Sequenz überspringen, die immer am Anfang kommt. Jo. Ja. Diesmal hast du die Wahl. Was sollen wir spielen? Das normale oder? Mach mal nochmal hart. Ich okay. So. Neuen Namen. Ich nehme mal 1. Boah. Ein Variabilität. Mann, du mich rechtzeitig. Okay, jetzt müssen wir nicht wieder diese schreckliche Sequenz uns anfangen. Oh, ist dir was aufgefallen? Die Typen liegen da nicht mehr. Ja, und die Tür ist offen. Ja. Und die geht zu. Von alleine. Du machst mal auf. Was? Wieso kann ich keine Sachen tragen? Doch jetzt. Ich dachte schon. Ja, das wäre schrecklich. Und die Tür ist auch offen. Die mache ich jetzt lieber auf und zu. Ja, das ist nervlich. Ich finde das Spiel, also es ist wirklich interessant. Ja, und ich höre auch ständig irgendwelche Türen auf und zu gehen. Das ist besonders schlimm. Schon wieder so der gleiche Raum. Und danach kommt, glaube ich, wieder so ein Raum. What the? Also bis jetzt ist es schön. Ja. Aber die Tür ist zu. Ja. Was kommt jetzt? Oh, schon wieder so ein Raum. Diesmal ist hier kein, doch, schon wieder so eine Kamera. Gasmaske? Hallo Günther! Lass mich in Ruhe. Ich hab's geschafft. Yay! Guter Junge, ich bin stolz auf dich. Und die Tür geht wieder von allein zu. Okay, jetzt ist hier wieder so ein Büro.
Hier waren wir schon mal. Hm. Hier das einsammeln. Ja, Navi. Wenn es ein Navi ist, ich habe keine Ahnung, was das in Wirklichkeit ist. Das ist ein Navigator, steht da. Ja, aber die Map sieht ehrlich gesagt nicht gerade cool aus. Also. Hm. Ah, das ist das schon wieder. Ja, Level 1. Ach ja, das ist unser Freund. Nee. Level 3 Fatzke. Nicht Freund. Das haben wir auch schon gelesen. Ja, das kennen wir. Karte. Level 2. Also, ja, da kann ich auch irgendwie was nehmen. You cannot carry items. Ja. Was kann ich denn da nehmen? Dann eine Wand oder was? Jo, bestimmt. Ich glaube, ich habe eine Idee, das Ziel ist es, vielleicht bis zur 5 hochzuarbeiten. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, weil... Dann hast du gewonnen. Aber ganz ehrlich, schafft man nicht. Ja. Oh, schon wieder so mit der Treppe. Oh, schön nach oben. Ja, irgendwie, ja, das haben wir, glaube ich, dann, schon gelesen. Ja, wenn nicht, können wir die Batterien mit dem Navi machen. Ja. Hier liegt nichts mehr. Also wir waren hier schon mal, aber ich gucke hier trotzdem mal nach. Vielleicht ist ja irgendwie was Neues. Vielleicht steht ja irgendwie Günther um die Ecke. Ja. Na komm. Ich setze es mal ein. So. Das haben wir auch schon gelesen. Ja, das kennen wir, Dr. Ming. Man sollte das Spiel nicht unterschätzen, es ist Augentropfen in der Batterie. Ah, leider voll. Doof. Ja. Ja, Batterien sind hier voll. Wenn sich einer mit dem Spiel besser auskennen sollte und weiß, wie man dieses Navi bedient, schreibt einen von uns an und ja, wir würden dann gucken, was das ist und vielleicht im Büro schon wieder. Warte, das gibt's doch nicht. Hier sind kommt tausendmal hintereinander die gleichen Räume. Ja, es sind bestimmt so, was weiß ich, 10, 15 verschiedene Räume. Und die werden halt random aneinander gelegt. Ja. So würde ich mir das erklären. Wow, hier gibt's ja richtig viele Türen. Ja. Das ist jetzt ein neuer Raum. Ich habe Angst. Ja, hier ist ein Knopf, der geht dann, glaube ich, hier auf. Und dahinter ist bestimmt ein Gitter. Ja. Oder auch nicht. Was ist das? Da geht die Tür zu. Und hier auch. Ja, fängt sie. Hey, da geht's. Also jetzt hast du mich jetzt total scheiße erschreckt, weißt du das? Was? Du hast dich erschreckt? Du atmest aus und dann war mir jetzt ein bisschen stört, das Ding hat da drin und ach. Sorry. Ja, ich kann mit leben. Hoffe ich. Ich habe jetzt mal gespeichert. Was? Clever. Und jetzt gehen wir hoffentlich durch Level 2. Durch die Level 2 Tür und fallen nicht wieder durch hier die Treppe. Level 2. Nein, ich brauche eine Level 1 Karte. Das kann sein. Ja. Ja, die natürlich nicht hier in der Nähe ist. Oh Mann, ich hasse den. Ich hasse einfach diesen Teil, weißt du? Weil ich ständig da irgendwo wo stecken bleibe. Hallo? Du siehst mich nicht. Yay, geschafft. Boah. Guter Junge. Erfolgserlebnis. Wieder ein Büro. Ich glaube, du musst mir gleich mal helfen, weil ich verirre mich hier, glaube ich.
gleich. Eine Karte. Ja, irgendwas müssen wir abwerten. Ja, die Batterie. Was? Jetzt haben wir wieder so eine Level 2 Karte. Brauchen wir aber Level Scheiße. 1. Ja. Die Tür ist... Ja, die ist offen. Boah! Günther! Was machst du denn? Wie behindert ist das denn? Der steht direkt vor der Tür. Und ich glaube, der kann die Türen aufmachen, oder? Yep! Günther! Nein, was soll das denn? Ein Error! Günther hat uns reingelegt.